Unternehmensstruktur zeigt die Abhängigkeiten der Abteilungen voneinander im Unternehmen und die Unterstellung der Mitarbeiter. Man kann die Unternehmensstruktur entweder aus dem Widget bearbeiten oder im Bereich Mitarbeiter. Jede Abteilung ist als ein Block dargestellt, wo der Abteilungsleiter und alle Mitarbeiter angezeigt sind. Um eine neue Abteilung anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Abteilung hinzufügen. Füllen Sie die erforderlichen Daten aus. Danach können Sie die Nutzer in die neue Abteilung einfach verschieben.